Teste aus den ersten drei Teilen der Harry Potter Filme, mit denen du dann bist. Okay. Die ersten drei Teile sind tatsächlich die, die ich mir jetzt nicht mehr so krass oft angeschaut habe in letzter Zeit. Als Harry die Brief für Einladung nach Hogwarts bekommt. An welchem Tag fahren sie fort? Stand da irgendwo, dass sich das wirklich nur auf die Filme bezieht? Also, Sonntag würde halt am meisten Sinn machen, dass sie montags in die Schule können. Hoffe ich jetzt einfach mal. Was bekommt Harrys Cousin von Hagrid in der Hütte drangezaubert, weil er Harrys Geburtstagstorte vernascht? What? Ach so. Hey, Moment mal. Schweineohren? Schweinenase? Ich habe keine Ahnung. Wie heißt die Karte, die Harry bekommt? Karte des Rumtreibers. Aber, hä, ist das im dritten Teil? Echt? Okay, cool. Ah ja, doch, stimmt. Ah, habe ich vorhin gesagt, dass es im fünften war irgendwann? Ich weiß es nicht. Im Zweikampf kämpfen Harry und Draco. Lockhart schluckt zuerst jedoch jemand anderen vor. Wer war das? Harry und Ron. Aber der hatte einen kaputten Zauberstab, deswegen wollte er Snape das doch lieber nicht. Wieso kam Hermine nicht mit, als Harry und Ron Draco ausfragen wollten und sich zu Crabbe und Goyle verwandelten? Weil sie Katzenhaare erwischte. Was sagte Harry zu Hagrid am Bahnhof auf der Brücke, obwohl Hagrid schon verschwunden war? Soll ich ja wirklich ein? Aber da steht Gleis 9 3 Viertel. Genau. Wieso kam Harry ein zweites Mal in den Saal, in dem das Fach Zukunft deuten entstand? Es war kein zweites Mal dort, weil er die Kugel wiederbrachte, die Hermine wegstieß. Da bin ich mir nicht sicher. Er bringt auf jeden Fall eine Kugel wieder rein. Oder irgendwer bringt eine Kugel wieder rein. Ja, doch, das müsste aber schon richtig sein. Ich weiß aber nicht mehr, wieso Hermine die weggestoßen hat. War mal wieder pisst. Ah, kennt man ja nicht anders. Wie fand Harry das Gleis 9 3 Viertel? Er musste daheim bleiben, richtig gute Auswahlmöglichkeit. Ja, er fragte. Ja, gut, der ihn erst für blöd hielt, aber er hat es ihm ja auch nicht verraten am Ende. Deswegen das hier. Weil dann fragt er die daraufhin nach, wie man denn durch die Wand kommt. So, was sah die maulende Myrte als letztes in ihrem Leben, kurz vor ihrem Tod? Ah, was war das nun mal? Zwei große Augen müssen es gewesen sein, weil der Basilisk sie angeschaut hat. Glaube ich zumindest. Teil 3, zum Abschluss noch was Leichtes. Wo führte der Gang hin, der unter der peitschenden Weide lag? In Hagrids Hütte auf keinen Fall, in das Schloss auch nicht. Da war kein Gang, stimmt auch nicht. Das war zwar in der Hütte. So, 9 von 10 Aufgaben, richtig. Wieder irgendwas verkehrst, ich weiß nicht was, aber wenn ihr es wisst, immer mal her damit. Und ich würde sagen, vielleicht machen wir doch noch was. So, wie gut kennst du die Harry Potter Filme? Das sind 10 Fragen, das sind dann wirklich die letzten. Wer sagt folgenden Satz? Aber, oh, danke dafür, fette Werbung. Aber bis es soweit ist, solltet ihr drei gut auf euch aufpassen. Das ist eine gute Frage, das ist halt so ein typischer Dumbledore-Satz. Aber ob es wirklich so ist, weiß ich tatsächlich nicht. Vielleicht ist es auch Hagrid. Weil der ist. Nein, komm, das ist ein Dumbledore-Satz. Ach, das ist so ein Zitatekurs hier jetzt, okay. Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Wer sagt den? Also das steht, glaube ich, an der Wand von Ginny dahin gekritzelt in der Kammer des Schreckens. Ah, weil die und in Trance war oder so. Aber wer sagt das dann tatsächlich? Also Draco sagt es auf jeden Fall einmal im Film, aber nur so hin ist so hingenuschelt. Nehmt euch in Acht. Tö? Das sagt er auf jeden Fall einmal, aber ich weiß nicht, ob das damit gemeint war auch tatsächlich oder ob das noch jemand anderes sagt.
So. Wir sind in der heulenden Hütte. Hab ich recht? Das ist Ron. Weil der ist natürlich mal wieder ängstlich am Stissel. Wobei. Ah, nee, das, die heulende Hütte ist das ja gar nicht. Das ist so ein anderes Haus irgendwo. Oder heißt er auch heulende Hütte? Es kommt auf jeden Fall in einem späteren Teil nochmal ein Haus vor, vor dem der irgendwie Schiss hat. Aber ich weiß nicht, ob das das auch war. Er sagt folgenden Satz: Das Trimagische Turnier wird nicht abgebrochen. Ich werde nicht dastehen wie ein Feigling. Das ist Cornelius Fudge. Also, ich brauche diese Prophezeiung. Das ist... ja, gut. Also Lucius sagt es auf jeden Fall. Der will dir halt gönnen, aber Voldemort brauchst du in letzter Hinsicht ja auch. Das sagen sie beide. Würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob es Voldemort auch tatsächlich sagt. Ich bleib mal hierbei, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ein wahrer Anführer tut das Richtige, egal was die anderen sagen. Das ist so ein typischer Satz hiervon, aber ich weiß es nicht. Snape, er hat ihnen vertraut, das sagt Harry zu Snape. Wer hätte das gedacht? So, ach, und mehr hast du nicht dabei? Das sagt Neville, als er auf der Brücke steht und richtig eine fette Armee auf die Zukunft. Im letzten Teil müsste das sein. Der Dunkle Lord wird wieder aufsteigen. Wird wieder aufsteigen, sagt das wohl jemand. Das ist... Lucius auch, glaube ich. Aber es könnte halt auch hier von jemandem, also es könnten alle einigermaßen sein. Draco sagt es, glaube ich, nicht, aber da weiß ich auch nicht genau. Also das, ich glaube, hier haben wir einiges falsch. Zitate, da muss ich nochmal ein bisschen hier Nachhilfe nehmen. Er wird zurückkehren und dann droht dem kleinen furchtbare Gefahr. Severus, nicht Sirius. Ich habe da unten nämlich schon Sirius als Auswahl gelesen. Das ist Albus Dumbledore. So, dann hängt sich das Internet anscheinend gerade auf. Hallo? Bitte? Komm schon, jetzt lad's noch schnell. Das ist die letzte Sache, die ich von dir haben will. Na gut. Ihr könnt mir schreiben, inwiefern ich da richtig oder falsch lag. Wir können noch hier kurz die... Ah, okay, es hat nochmal funktioniert. 5 von 10, aber hier ist der Durchschnitt auch nur bei 6,5, also... Das war anscheinend auch nicht so einfach. Nun gut, das habe ich leider ein bisschen verkackt. So kann ich eigentlich nicht aufhören. Jetzt macht er hier noch weiter. Zitate-Teile, ja genau, Zitate möchte ich nicht. Mach nur das hier noch, komm. Eins geht noch. Das sind 10 Fragen, das geht auch schnell. Welche drei Gegenstände sind die Heiligtümer des Todes? Das sind... Unsichtbarkeitsumhang, Elderstab und Stein der Auferstehung. Was für ein Animagus ist Professor McGonagall? Das ist eine Katze, denn die kommen ja einmal zu spät, denken, sie wären doch noch gerade so pünktlich gekommen. Also der Ron und der Harry im zweiten Teil ist es, glaube ich. Aber nein, da saß sie schon als Katze auf dem Tisch. Oder es war im ersten, das kann auch sein. Wie viele Horcruxe hatte Voldemort erschaffen? Das sind 7. Wie viele unverzeihliche Flüche gibt es? 3. Imperius Fluch. Cruciatus und Avada Kedavra. Soweit ich weiß, mit welchem Zauberspruch will Ron Malfoy im Film Harry Potter und der Stein der Weisen verhexen? Das ist mit Spuckschnecken, aber es geht irgendwie nach hinten los. Wer ist nach dem Tod von Snape Schulleiter in Hogwarts? Nach dem Tod von Snape? Was? Kommt das im Film nochmal vor? Ich gehe mal von McGonagall aus, einfach weil die so Sympathieträger immer von Dumbledore und den ganzen Leuten war und von den Zuschauern, deswegen kann das vielleicht sein. Wer heißt der dreiköpfige Hund, der im ersten Teil die Falltür zum Stein der Weisen bewacht? Das ist Fluffy, soweit ich denken glaube, doch müsste schon sein. Er gehört Hagrid und sein Schnabel ist der Hippogreif von Hagrid. Wer steckt im zweiten Teil Ginny Weasley Tom Riddles Tagebuch in den Kessel? Das ist Lucius Malfoy. Hier wird anders geschrieben. Interessant. Welche Familie dient den Malfoys ebenfalls?
Von wem wurde Neville Longbottoms Eltern getötet? Bellatrix Lestrange. 10 von 10. Hey, damit können wir beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr mehr Bock drauf habt, dann immer her damit. Ich würde das auf jeden Fall nochmal machen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in anderen Videos wieder. Bis dann und tschüss.